Die Lehrrede, die ich mir für heute Abend ausgesucht habe, hat einen ganz interessanten Titel und hat auch einen interessanten Inhalt, so denke ich jedenfalls. Sie heißt Tiefsinnige Fragen. Und es ist wieder einmal eine Lehrrede, die der Buddha auf Fragen hin gehalten hat, was er sehr häufig getan hat. Er hat gewartet, bis jemand ihn was fragt. Und hat dann erklärt. Er hat vier Arten Antworten gegeben. Er hat eine Art Antwort gegeben, die nur Ja oder Nein war. Wenn er empfunden hat, dass er nichts weiter nötig war oder der Frager sowieso nicht weiter Verständnis hätte. Dann hat er eine Art Antwort gegeben, wo er genau erklärt hat, um was es geht. Manchmal hat er mit einer Gegenfrage geantwortet, um dem Frager auch deutlich zu machen, dass seine Frage nicht so ist, wie sie überhaupt beantwortbar ist. Und dann hat er auch noch gar nicht geantwortet. Aber die Überlieferungen, die wir natürlich haben, sind die, wo er geantwortet hat. Sonst hätten wir sie ja nicht als Überlieferung. Er hat, wie wir aus dieser Lehrrede entnehmen können, Fragen sehr geschätzt. Vor allen Dingen, wenn sie in einer Art gestellt wurden, wo er genau empfinden konnte, dass wirkliches Interesse vorhanden ist. Aber er hat auch solche beantwortet, wo starker Zweifel vorhanden war. Hat er auch immer wieder erklärt. Die erste Frage, hier sind verschiedene Fragen in dieser Lehrrede. Die erste Frage ist eine Frage, die wir uns vielleicht auch schon öfter gestellt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass schon viele sich dieselbe Frage gestellt haben. Ich werde den Anfang von der Lehrrede erst einmal vorlesen. Einst begab sich ein gewisser Mensch dorthin, wo der Erhabene weilte. Dort angelangt begrüßte er den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzte sich zur Seite nieder. Seitwärts sitzend sprach jener Mensch zum Erhabenen. Von wem wird die Welt gelenkt? Wodurch wird sie hin und her gezerrt? Wessen Macht ist die Welt unterworfen? Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mit anderen Worten, aber mit demselben Sinn, uns das selber auch schon gefragt haben. Und wahrscheinlich zu keinem Resultat gekommen sind. Oder aber vielleicht zu einem Resultat, das uns dann in späteren Jahren nicht mehr befriedigt hat. Jetzt sagt der Buddha, recht so, edel ist dein Tiefsinn, gut ist dein Scharfblick, trefflich deine Frage. Also er lobt ihn sehr, dass er so eine gute Frage stellt. Du fragst also, von wem wird die Welt gelenkt, wodurch wird sie hin und her gezerrt, wessen Macht ist die Welt unterworfen? Ja, so frage ich. Und jetzt gibt der Buddha die Antwort. Vom Bewusstsein wird die Welt gelenkt. Vom Bewusstsein wird sie hin und her gezerrt. Die Macht des Bewusstseins ist die Welt unterworfen. Der Macht des Bewusstseins ist die Welt unterworfen. Es ist eine, gerade in der heutigen Zeit für uns, eine hochinteressante Antwort. Die Antwort ist 2500 Jahre alt. Und erst in den letzten, ja, vielleicht 20 Jahren, höchstens 30 Jahren, sind wir darauf gekommen. Und dass wir darauf gekommen sind, hat uns auch noch nicht viel genutzt. Es ist nämlich so, dass sowohl in den Naturwissenschaften wie auch in der Psychologie diese Antwort jetzt gegeben wird. Aber wer kümmert sich schon darum? Außer denen, die mit den Naturwissenschaften oder der Psychologie arbeiten. Es ist aber eine Tatsache, dass wir alle von den Ergebnissen der naturwissenschaftlichen Forschung und auch der psychologischen Erklärung beeinflusst sind. Und das werden wir auch gleich einmal noch näher erläutern. In den Naturwissenschaften haben wir bis vor ganz kurzer Zeit uns an ein mechanistisches Modell gehalten.
das schon mehrere hundert Jahre alt ist und das nicht mehr stichhaltig gefunden wurde, wo jedes Ding erklärt wurde, woraus es besteht. In der neuen Zeit haben wir etwas ganz Neues, was jetzt auch nicht mehr ganz neu ist, aber jedenfalls neu gegenüber dem, was wir vor hunderten von Jahren hatten, nämlich die Quantenphysik. Und das ist ein hochinteressantes, in diesem Zusammenhang, Ereignis. Denn in der Quantenphysik wird festgestellt und ist festgestellt worden, dass die Messung eines Objekts gar nicht möglich ist, ohne dass die Vorbereitung und die Messung das Objekt beeinflussen. Aber das ist noch nicht das Interessanteste. Das Interessanteste an der Quantenphysik ist, dass derjenige, der das Ding beobachtet, das Ding beeinflusst. Und das Ding ist das Objekt. Das Objekt, was beobachtet wird, wird von dem Beobachter beeinflusst. Das ist das Interessanteste, was aus der Quantenphysik für uns herausgekommen ist. Denn auf diese Art und Weise gibt es keinen Beobachter mehr, sondern nur noch Teilnehmer. Das haben die Naturwissenschaftler durch Experimente sich erarbeitet. Aber was hilft uns das? Entweder haben wir schon einmal ein Buch drüber gelesen und glauben, wir sind jetzt ganz clever und wissen Bescheid. Oder aber wir haben überhaupt noch nicht drüber gelesen, interessiert uns nicht. Oder wir haben es sogar lernen müssen, weil es zu unserem Lernprojekt gehört hat. Aber was haben wir damit angefangen? Und das ist das Interessante, dass obwohl es uns in einer gewissen Art beeinflusst, wir dennoch es nicht benutzen. In der Psychologie sieht es auch nicht anders aus. Die Psychologie hat sich Jahrzehnte damit beschäftigt, bis vor gar nicht so langer Zeit, eigentlich vor ganz kurzer Zeit, das Verhalten der Menschen, die sich um Therapie bemühen, zu erklären und versuchen zu ändern. Aber das Verhalten ist ja nichts anderes wie ein Resultat des Bewusstseins. Es wird verglichen damit, dass wer wie ein Fisch, der im Wasser schwimmt, ja niemals das Wasser untersucht haben, weil es das Medium ist, in dem der Fisch lebt, sondern immer nur das Verhalten des Fisches. Erst in vor kurzer Zeit sind wir darauf gekommen, dass in Wirklichkeit das Bewusstsein die Hauptsache ist, um die sich alles dreht. Es wird die transpersonale Psychologie genannt, die jetzt sozusagen am Ruder ist. Was nicht bedeutet, dass die anderen Psychologiemodelle nicht mehr benutzt werden. Auch sie haben ihre Richtigkeit und Gültigkeit. Aber vorher war dieses neue Modell überhaupt nicht vorhanden. Es ist erst ganz kürzlich, dass es wirklich bedeutsam geworden ist. Die Bedeutsamkeit der neuen Naturwissenschaft sollte nicht unterschätzt werden. Denn wenn wir sagen, dass der Beobachter ja ein Teilnehmer ist, so sind wir alle ein Teilnehmer an den neuen Naturwissenschaften. Ob wir sie kennen oder nicht, ob wir hier von Quantenphysik was gelesen haben oder nicht, wir sind dennoch Teilnehmer. Und das liegt im Bewusstsein. Jetzt sieht es so aus. Und das ist das, was jetzt im Moment uns vielleicht zur Annäherung verhilft, wobei wir sehen können, dass der Buddha vor 2500 Jahren das bereits gewusst hat und auch gesagt hat. Was heute sozusagen als Neuland erklärt wird. Aber dazu muss man sagen, dass die Physiker und die Psychologen, die sich mit diesen neuen Mustern beschäftigen, fast einstimmig sich auf die östliche Mystik beziehen. Vielleicht nicht einstimmig, aber fast einstimmig. Denn es ist ihnen ganz klar geworden, so etwas gibt es ja schon. Nun erklären wir es natürlich etwas anders, aber es kommt im Prinzip zu demselben Resultat.
Das Erste, was wir einmal anschauen müssen, ist, dass hier gesagt wird, die Welt wird vom Bewusstsein gelenkt. Ja, wir haben alle Bewusstsein. Lenken wir die Welt? Ja, natürlich lenken wir die Welt. Wir lenken nämlich unsere Welt. Wir sagen sogar, Geld regiert die Welt. Und vielleicht glauben wir es gar nicht. Und dennoch ist das eine Bewusstseinsebene. Wenn wir Interesse haben an Geld, dann regiert es unsere Welt. Es ist die Bewusstseinsebene, die vielleicht am meisten verbreitet ist. Und dann ist natürlich dieses Regieren der Welt vorhanden. Es ist nicht das Geld, was aus Scheinen und Münzen besteht. Und das ist ja nur das Resultat. Es ist das Bewusstsein, was uns dazu antreibt, das Geld für wichtig anzusehen. Das andere, was wir tun, ist, dass wir uns identifizieren und unser Bewusstsein, unser Interesse liegt in einem beengten Horizont. Familie, Gesundheit, Vergnügungen, Sex, Machtansprüche, alles das, womit sich jeder beschäftigt. Nun ist es so, dass es gewisse Dinge gibt, mit denen man sich beschäftigen muss. Hat man eine Familie, muss man sich damit beschäftigen. Aber sich damit beschäftigen und sich damit identifizieren, ist nicht das Gleiche. Genauso geht es mit Geld. Ja, damit muss sich wohl jeder beschäftigen. Man kann ja kaum auf die Straße gehen ohne Geld. Da muss man jemanden bei sich haben, der Geld bei sich hat. Das geht ja schon gar nicht mehr. Aber ob man sich damit beschäftigt oder damit identifiziert, ist ein Riesenunterschied. Und so geht es auch mit all den anderen Dingen, solange sie noch heilsam sind. Sind sie nicht mehr heilsam, dann ist auch die Beschäftigung damit nicht mehr heilsam. Dies sind Notwendigkeiten, auch Gesundheit. Gesundheit ist eine Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen. Aber identifiziere ich mich damit? Ist es wirklich ich? Gehört es mir? Und das ist auch ein Grund unserer Reaktion, weil wir uns identifizieren, weil es mir gehört, was immer es sei, was gerade vorliegt. Deswegen reagieren wir. Wenn es einfach nur vorliegt, müssen wir ja nicht reagieren. Wir können, wenn wir wollen. Auch der Buddha hat zu Zeiten, wenn er wollte, reagiert, wenn er es für nötig fand. Aber allein, einzig und allein nur, um etwas zu lehren. Dieser Identifikationsprozess, mit dem wir behaftet sind, ist die Bewusstseinsebene, die unseren Horizont so verengt, dass es uns nicht möglich ist, in diesem Prozess eine Weite zu finden, die uns über das hinausbringt, was rein persönlich ist. Also es macht uns unmöglich, transpersonal oder transzendierend zu sein. Wir können eventuell es intellektuell sein. Und das ist überhaupt auch ein springender Punkt bei der Quantenphysik und bei der transpersonalen Psychologie. Das sind intellektuelle und experientielle Muster, die aber nicht erfahrungsgemäß von dem Menschen, der sie erkannt hat, erlebt worden sind. So dass, jedenfalls meistens, gibt immer rühmliche Ausnahmen, so dass wir zwar eine sehr gute Erklärung haben für was sich in der Welt abspielt, aber dennoch nicht den Zugang haben, denn wir sind nicht davon beeinflusst, wie man das wirklich macht. Dass man erfahrungsgemäß ein Teilnehmer ist an allem, was geschieht. Wir sind davon nicht berührt, oder jedenfalls nicht so lange, bis wir nicht wirklich meditieren, bis es uns gelingt, diese persönliche Erfahrung zu machen. In dem begrenzten Bewusstseinsgebiet, das wir alle kennen,
was wir ständig mit uns herumtragen, was ständig mehr oder weniger Schwierigkeiten macht. In dem sind wir ständig identifiziert und im Dualismus behaftet. Es geht gar nicht anders. Wenn ich mich mit einer Sache identifiziere, dann muss es andere Sachen geben, die mir nicht gehören. Das heißt also, einmal gibt's mich und dann gibt's andere. Und einmal gibt's Tod und einmal gibt's Leben. Und einmal gibt's jetzt und einmal gibt's vorher und einmal gibt's nachher. Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart. Auf dieser Ebene muss es Dualismus geben, es geht gar nicht anders. Denn ich kann mich auf der Ebene der Identifikation unmöglich mit dem identifizieren, was alles ist, weil ich ja mich beengt habe. Beengt insofern, dass ich jemand bin, dem gewisse Dinge gehören und der gewisse Dinge machen muss, erledigen muss und so weiter. Das alles, was wir alles kennen. Auf der Ebene gibt es keine totale Zufriedenheit. Und es wird auch immer stärker und stärker gemerkt, dass es auf der Ebene keine totale Zufriedenheit gibt. Aber dennoch wird sehr häufig noch geglaubt, dass die Unzufriedenheit daran liegt, dass es außen um uns herum nicht funktioniert. Da haben wir dieses Erkennen, was auch durch die Naturwissenschaften mit der berühmten Relativitätstheorie erklärt worden ist. Aber wer kümmert sich schon um die Relativitätstheorie? Ich kann mich erinnern, dass ich mal jemanden gefragt habe, soll mir das erklären? Hat mir es mehrere Male erklärt, habe es nie begriffen. Jetzt weiß ich, um was es geht. Aber jetzt erst, weil ich die Meditation auf einer Ebene erlebt habe, die ganz anders ist. In der Relativitätstheorie geht es darum, dass Zeit und Raum nicht separat sind, so wie wir es sehen. Denn Raum, den sehen wir sozusagen als Masse. Was immer wir für einen Raum hier sehen, das ist Masse. Das heißt also, der Mensch ist eine Masse, das Kissen, der Fußboden, alles, jedes Ding seine Masse. Und zeitlich sehen wir das als jetzt geschehen, vorher geschehen, nachher geschehen. Wir differenzieren zwischen den beiden. Aber die Wirklichkeit der Naturwissenschaften, die ja effektiv die Wissenschaftler herausbekommen haben, ist, dass es so etwas überhaupt nicht gibt. Was es in Wirklichkeit gibt, sind nichts anderes wie die ständige Bewegung der Energieteil. Und da diese Bewegung ist in der Zeit, bewegt sich hin, bewegt sich her. Das heißt also, dass Raum und Zeit vollkommen ineinander aufgehen und wir dadurch eine Interaktion haben von den beiden, die ständig fließt. Und das ist das, was der Buddha uns vor 2.500 Jahren erklärt hat. Wir sind ständig im Fließen und wir glauben, wir sind statisch. Wir sehen das Fließen nicht. Es ist optisch für uns nicht bemerkbar. Und obwohl wir vielleicht gerne intellektuell zugeben wollen, dass das, was optisch ist, nicht alles ist, so werden wir immer wieder darauf zurückkommen, auf das, was durch unsere Sinne in uns hereinkommt, hier durch das Sehen. Das Sehen sagt uns, dass alles ganz solide ist. Und nicht nur das, sogar die Berührung. Der Berührungssinn sagt uns, dass alles ganz solide ist. Ich kann den Körper anfassen, das ist ganz solide. Ich kann den Fußboden berühren, das ist total solide. Ich kann das Haus berühren. Alles ist solide. Aber in Wirklichkeit gibt es das überhaupt nicht. In Wirklichkeit hat sich herausgestellt, durch die Arbeit der Naturwissenschaftler, und vor allen Dingen natürlich auch durch die großen Wissenschaftler, so wie Einstein, der die Relativitätstheorie aufgestellt hat, dass alles ständig im Fluss ist, sich ständig bewegt und dass eine ständige Interaktion stattfindet. Und diese Interaktion zwischen allem, das ist natürlich ein ganz
springender Punkt für uns. Aber weil so wenig Menschen das erleben, ist die Interaktion für uns auch fremd. Würden mehr Menschen es erleben, würden mehr Menschen Zugang haben, weil die Interaktion dann größer wäre. Das Fließende wird beim Buddha Vergänglichkeit genannt. Ganz egal, wie wir es nennen, ist ja ganz egal. Es ist fließend und dynamisch. Alles, was existiert, ist dynamisch. Es gibt nichts, was keine Dynamik in sich hat. Und diese Dynamik, die bedeutet, dass wir auch ineinander fließen. Natürlich schwer nachzuvollziehen. Wenn wir das jetzt auf dieser Ebene des gewöhnlichen Bewusstseins nachvollziehen wollen, dann müssen wir uns ein Buch kaufen über die Relativitätstheorie, ein Buch über die Quantenphysik und wahrscheinlich, ich will keinem zu nahe treten, aber wahrscheinlich nichts verstehen davon. Weil es ist reichlich spezialisiert. Wenn jemand das studiert hat, natürlich, dann versteht er das wahrscheinlich. Aber wie viele Leute haben das schon studiert? Es nutzt uns nicht. Dieses Wissen hilft uns nicht. Es hilft auf der Ebene, wo wir den Zugang bekommen können, weil es erlebbar ist. Und was wir dadurch lernen, ist Folgendes. Dass alles, was überhaupt erklärbar ist, messbar ist, erkennbar ist, alles liegt im Bewusstsein. Es gibt nichts außerhalb des Bewusstseins. Wenn uns das einmal klar wird, dass wir da vielleicht einhaken können, dass sich alles abspielt in unserem eigenen Bewusstsein, dann haben wir einen Anfangspunkt gefunden. Ein Anfangspunkt, um erstens einmal diesen schwierigen Theorien näher zu kommen, was aber wahrscheinlich gar nicht wichtig ist, die ich nur darum erwähne, um zu zeigen, dass es schon in unserem Gedankensystem vorhanden ist. Wir haben einen Anfangspunkt gefunden, um das Wichtigste in uns einmal so zu berühren, dass es sich ändert. Und darum geht's in der Buddha-Lehre. Die Änderung des Bewusstseins. Der erste Schritt in diesem Änderungsprozess ist natürlich das Negative mit dem Positiven ersetzen. Das haben wir hier schon öfter besprochen. Aber das ist immer noch auf der Ebene von Mein. Immer noch auf der Ebene der Dualität. Es gibt negativ, es gibt positiv. Also, ich wende mich jetzt dem Positiven zu. Natürlich ist das Leben dann einfacher. Natürlich ist die Meditation dann einfacher. Aber es hat noch nichts in der Beziehung gebracht, dass unser Bewusstsein sich von dem Persönlichen losgelöst hat. Das ist aber der erste Schritt. Oder vielleicht soll ich lieber sagen, es ist der zweite Schritt. Denn der erste Schritt ist zu wissen, dass alles in meinem Bewusstsein sich abspielt. Das überhaupt nichts damit zu tun hat, was außen um mich herum vorgeht. Das ist nichts anderes, wie das, worauf ich reagiere, weil ich mich identifiziere. Wenn wir diese beiden Schritte schon einmal erkannt haben, dann ist natürlich der nächste Schritt, dass wir uns für die Meditation interessieren. Und da sind uns dann Möglichkeiten gegeben, diese Bewusstseinsebenen, die nicht Dualität enthalten, kennenzulernen. Und die Bewusstseinsebenen kennenzulernen aus der eigenen Erfahrung und dadurch, durch die eigene Erfahrung, ein ganz anderes Weltbild zu bekommen. So wie es ja auch die Quantenphysik und die Relativitätstheorie ein neues Weltbild geschaffen haben. Aber sie haben es im Prinzip auf der intellektuellen Ebene geschaffen und haben nicht es geschafft, den einzelnen Menschen es so nahe zu bringen, dass er sich damit beschäftigen will. Im Gegenteil, wahrscheinlich denkt man eher, ach, das interessiert mich nicht, das ist ein bisschen kompliziert, was soll mir das? Damit kann ich nicht viel anfangen. Haben wir aber einmal durch die Meditation eine andere Bewusstseinsebene erreicht, so kommen wir den Aussagen der Quantenphysiker ganz nah. Eine Aussage der Quantenphysik ist zum Beispiel, dass sie die Verbundenheit aller Dinge erkennt,
als ein Wesensmerkmal des Universums. Diejenigen, die mich schon öfter haben sprechen hören, haben das schon öfter von mir gehört. Zwar nicht mit der Quantenphysik als Unterlage, sondern mit dem Buddha als Unterlage dafür. Die universelle Verbundenheit und Ganzheit der Natur schließt auch den menschlichen Beobachter und sein Bewusstsein ein. Selbstverständlich wird es erst für uns interessant, wenn wir mit eingeschlossen sind. Solange wir daneben stehen und die Sache anschauen, ist es nicht interessant. Dann ist es nichts anderes wie noch eine Philosophie oder eine Theorie, die eventuell als zum Lebensunterhalt dienen kann. Das ist total uninteressant. Aber wenn wir uns mit einschließen, dann wird es interessant. Das können wir aber erst, wenn die Meditation so weit gediehen ist, dass wir effektiv das erleben, was der Buddha die meditativen Vertiefungen, und zwar die formlosen meditativen Vertiefungen genannt hat. Nun, die formlosen meditativen Vertiefungen werden mit Nummern bezeichnet, Nummer 5, 6 und 7, 8 auch, aber 5, 6 und 7 nähert sich am meisten der Bewusstseinsebene der Ganzheit, der Allheit. Das alles eine Verbundenheit, die Verbundenheit aller Dinge. Vielleicht glauben wir das. Warum auch nicht? Ich meine, es hört sich doch sehr hübsch an. Warum soll man es nicht glauben? Ist doch sehr nett. Aber was nutzt uns denn? Wir müssen es erleben. Im Moment, wo wir die Verbundenheit aller Dinge erleben, ich und alles andere, in dem Moment haben wir nicht nur den Buddha bestätigt, Heisenberger bestätigt, sondern wir haben ein ganz neues Bild von uns selbst bekommen. Und dieses neue Bild von uns selbst hilft uns, den Identifikationsprozess, der in allem, was wir tun, enthalten ist, einmal loszulassen. Und zwar dadurch dann, allem, was geschieht, gegenüberzustehen, zwar als Teilnehmer, aber nicht mit reagieren. Und wenn ich nicht mehr reagiere, dann herrscht Frieden. Dann gibt's Frieden im Herzen. Es gibt keinen anderen Weg, um wirklich einmal Frieden im Herzen zu schaffen. Nun gibt es die Möglichkeit, Frieden im Herzen zu bekommen durch einen ganz starken Glauben an spirituelle Dinge, die man selber nicht erlebt hat. Auch das ist möglich. Ist aber in unserer heutigen sogenannten aufgeklärten Zeit, und ich befrage das, ob wir wirklich so aufgeklärt sind, recht selten, dass so ein tiefer Glaube herrscht. Im Allgemeinen wollen wir verstehen. Und da wir dieser Ganzheit und Allheit überhaupt nicht verstehen durch unser eigenes Erleben, beziehen wir uns immer wieder auf diesen beengten Horizont, wo ich dadurch begrenzt bin, wo mein Körper aufhört und ich dadurch begrenzt bin durch das, was ich weiß oder kann oder will oder möchte. Ich glaube, dass es jedem klar ist, ohne große Erklärung, dass das nicht alles sein kann. Die Begrenzung des eigenen Körpers und die Begrenzung des eigenen Bewusstseins. Es ist unmöglich, dass das alles sein kann. Wir brauchen nur einmal abends herauszugehen und den Sternenhimmel betrachten. In dem Moment wissen wir ganz genau, das kann nicht alles sein. Und weil wir es noch nicht erlebt haben, wie wir eins sind mit Himmel und Erde, Sterne, Mond und Sonne, der unendlichen Raum und Zeit, weil wir es nicht erlebt haben, deswegen machen wir dann vielleicht uns irgendwelche Fantasiegedanken, was da draußen im Sternenhimmel los ist. Oder aber wir gehen zurück zu den Wissenschaften der Astronomie und sehen, wie es erklärt ist. Nichts davon hilft uns. Nichts davon kann uns aus diesem Prozess herausnehmen, in dem wir immer wieder unzufrieden sind. Immer wieder auf was Besseres hoffen. Immer wieder ich in die Mitte stellen. Es ist auch gar nicht möglich, ich nicht in die Mitte zu stellen.
in diesem Zustand. Das macht jeder. So ist es nun mal. Es ist aber möglich, es zu erleben. Und derjenige, der die Meditation ernst nimmt und sich damit beschäftigt und Geduld aufbringt mit sich selbst, ist die Hauptsache, und Durchhaltevermögen hat, der kommt doch dahin. Diese Meditationsmöglichkeiten, die der Buddha aufgedeckt hat, sind nicht für irgendwelche spirituellen Genies gedacht. Er hat sie jedem, der wissen wollte, gelehrt. Und jeder, der praktiziert, wirklich praktiziert, kann sie auch erleben. Und wenn wir dann erleben, und da wäre als erstes zu der unendliche Raum zu erleben. Wenn wir einen unendlichen Raum erleben, nicht davon reden, sondern ihn erleben, dann wissen wir, ohne jegliches Dazutun von irgendwelchen Erklärungen, dass das, was wir als Begrenzung empfinden und das, was wir ständig mit uns herumtragen im Geist, Illusion ist. Und dann wissen wir ganz genau, dass es wohl auf der Ebene des täglichen Lebens notwendig ist, sich damit zu beschäftigen. Aber wir brauchen nicht, uns damit zu identifizieren. Und wenn wir uns nicht mit dieser Ichheit identifizieren und mit diesem engen Horizont, dann brauchen wir auch nicht zu reagieren. Und wenn wir nicht reagieren, dann herrscht Ruhe. Der Weg, den der Buddha gezeigt hat, der jetzt wieder etwas mehr betreten wird, der auch viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte kaum benutzt wurde und jetzt wieder mehr betreten wird, mehr gefragt ist. Aber es gehört persönliche Arbeit dazu. Und diese persönliche Arbeit muss stetig sein. Wir können es nicht mal ja, mal nein. Einmal uns daran interessieren, andermal ist uns das zu aufwendig. Es ist eine Konzentrationsarbeit, wo der Geist dann eines Tages wirklich nicht denkt, sondern erlebt. Es ist ein schöner Ausspruch, glaube ich, von Fritz Perls, von der Gestalttherapie, der gesagt hat, es ist ein Wunder, wie schön wir denken können. Aber es ist ein noch größeres Wunder, dass wir aufhören können zu denken. Und dieses größere Wunder, das ist das, nachdem wir in der Meditation aus sind. Wir können aufhören zu denken. Und gerade unser Denken macht es uns unmöglich, in die Weite zu gehen. Was uns aber in der Weite doch möglich ist, wenn wir dorthin gekommen sind, ist das Erkennen dieser Einheit, dieser Allheit, dieser Zusammengehörigkeit. Und wenn uns das dann wirklich geschieht, dann ist es auch möglich, dass wir niemals mehr einen anderen sehen. Wir sehen die Einheit. Und dann ist es ganz einfach, liebende Güte und Mitgefühl auf einer unpersönlichen Basis zu haben. Solange wir diese Einheit nicht sehen, müssen wir uns allerdings schwer bemühen. Das schadet nichts, wir sollen uns ruhig schwer bemühen, aber es ist nicht so einfach. Wir können vielleicht daraus erkennen, dass nicht nur der Buddha diese Meditationsstadien gelehrt und empfohlen hat, sondern dass es sogar heute von einigen der Naturwissenschaftlern geübt wird und empfohlen wird. Einer davon zum Beispiel ist Fritjof Capra, der nicht nur davon spricht, sondern es auch selber schon gemacht hat. Es gibt noch mehr. Dieses Erleben wird das, wenn man das erste Mal es erlebt, ist so etwas wie ein Gipfelerlebnis. Und vielleicht haben wir im Leben schon ein Gipfelerlebnis einmal gehabt. Und ein Gipfelerlebnis ist im Allgemeinen etwas,
wo wir uns eins fühlen mit dem, was um uns herum ist. Ein herrlicher Sonnenuntergang. Und wir sind nicht mehr abseits davon, sondern wir fühlen uns hineingezogen in den Sonnenuntergang. Oder eine große Liebesgefühl. Wir stehen nicht mehr abseits, wir sind hineingezogen in das. So ist mit der Meditation. Wir stehen nicht mehr daneben. Wir sind total hineingezogen in die Meditation. Wir sind das, was wir betrachten. Und das ist genau das, was in den Naturwissenschaften jetzt hervorgebracht wird. Dass der Betrachter und das Betrachtete Interaktion haben, ineinander hineingezogen werden. Ja, wenn dem so ist, wieso können wir dann nicht meditieren? Was hält uns davon zurück? Was uns am meisten davon zurückhält? Wieso wir mit unseren Gedanken in alle Himmelsrichtungen gehen und nicht dorthin, wo es wirklich möglich ist und wo es uns vielleicht auch hinzieht, ist diese Idee, dass wir jemand Individuelles sind und dass dieser Person, die wir sind, persönliche Probleme hat, die sie irgendwie lösen muss, was überhaupt bei der Meditation nicht der passende Moment ist, aber sehr häufig dazu verwendet wird. Oder aber, dass dieser Mensch, der ich bin, sich mit Erinnerungen aus der Vergangenheit und Hoffnungen auf die Zukunft herumschlägt. Die Erinnerungen aus der Vergangenheit und die Hoffnung in die Zukunft, alles sind Interaktionen, dynamische Prozesse, die miteinander verbunden sind. Und wenn sie so erkannt sind, sind sie nicht mehr in dreigeteilte Zeit. In dem Moment, wo es erkannt ist als eine Dynamik, die ineinander hineingezogen ist, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In dem Moment sehen wir Ewigkeit, weil es alles ineinander läuft und nirgends eine Abteilung gibt. Aber wir sehen es nicht, weil der Geist sich nicht genügend beruhigen kann, um das alles loszulassen. Dazu kann man nur sagen, es ist Übungsfrage, Zeitfrage. Es passiert keinem sofort. Ich glaube, das kann man ruhig sagen, dass das keinem sofort passiert. Es ist eine Zeitfrage. Es ist eine Übungsfrage. Es hat natürlich auch karmische Resultate. Es gibt Menschen, die es schneller erlernen. Aber es ist für jeden erlernbar. Und im Moment, wo wir es effektiv erlernen, haben wir ein ganz neues Gefühl in uns. Es kann sogar passieren, und das passiert öfter mal, dass wenn man zum ersten Mal den unendlichen Raum erlebt, dass der Geist dann nachher sagt, ach, das habe ich mir auch sicher eingebildet, sowas gibt's doch gar nicht. Und dann kann er es wieder machen und noch wieder und wieder. Und dann kommt anzunehmenderweise das Erkennen, nein, ich bilde mir nicht den unendlichen Raum ein. Ich bilde mir ein, dass ich separat bin von dem unendlichen Raum. Und das ist dann der Auftakt dazu und das Erkennen, dass hier eine ganz andere Realität vorherrscht. In dieser anderen Realität ist wirklich alles verbunden. Der nächste Schritt übrigens nach dem unendlichen Raum heißt unendliches Bewusstsein. Und da ist etwas zu sagen darüber, was vielleicht auch hoffentlich hilfreich sein könnte. Das Erleben des unendlichen Bewusstseins macht es fraglos. Da braucht man nicht mehr drüber zu reden. Das hat man erlebt, da weiß man. Aber was man darüber sagen kann, ist Folgendes. Das unendliche Bewusstsein ist ein kosmisches Bewusstsein. Das ist doch klar. Es kann ja nur kosmisch sein. Und im Moment, wo ich das erlebe in der Meditation, und ich möchte dazu noch sagen, es ist absolut nicht schwierig,
Sonst hätte der Buddha das nicht 45 Jahre seines Lebens gelehrt. Im Moment, wo ich dieses kosmische Bewusstsein erlebe, weiß ich, ohne jegliche Zweifel, ohne jegliche Frage, dass das ist das Bewusstsein. Und das ist das Bewusstsein, was die Welt regiert. Und das ist das Interessante an dieser Frage und dieser Antwort. Denn in diesem kosmischen Bewusstsein ist alles enthalten, was je im Bewusstsein eines bewussten Wesens war. Wir sind bewusste Wesen, es gibt noch andere bewusste Wesen. Wir sind nicht die einzigen bewussten Wesen, aber wir sind die, die sich darüber vielleicht die meisten Gedanken machen. Darum können wir vielleicht auch am schlechtesten bedienen, aber uns die meisten Gedanken machen. Dieses kosmische Bewusstsein oder universelle Bewusstsein, oder wie immer wir es nennen wollen, hat genauso eine Interaktion, eine Dynamik mit uns, wie alles andere im Universum. Das ist etwas, was ich schon öfter erwähnt habe, aber hier noch einmal genau zum Ausdruck bringen möchte, weil es passt genau hier hinein. Diese Dynamik, diese Interaktion von allem, was existiert, ist natürlich auf der Bewusstseinsebene ganz stark. Wir können sie erleben auf einer ganz einfachen Ebene, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die aufgeregt, nervös, ärgerlich oder sehr rastlos sind. Das ist ihre Bewusstseinsebene und wir werden davon in irgendeiner Weise auch mitgerissen. Wir werden vielleicht aufgeregt und nervös, rastlos, ärgerlich. Vielleicht nicht ganz so stark wie derjenige, der es damit angefangen hat, aber wir haben Interaktion, es ist eine Dynamik. Daraus müssen wir einen Schluss ziehen, dass in dieser Dynamik, dieser Interaktion, die wir ja auf einer ganz einfachen Ebene, wie ich eben erklärt habe, spüren können, wenn jemand sehr liebevoll ist, können wir auch spüren. Das ist Interaktion. Wir sind nicht separat. Auf der Ebene haben wir eine Verantwortung, auf der kosmischen Bewusstseinsebene. Alles, was in unserem eigenen Bewusstsein drin ist, existiert in dem kosmischen Bewusstsein, die Interaktion. Wir geben es hinein. Alles, was in unserem eigenen Bewusstsein drin ist, das können wir berühren in dem kosmischen Bewusstsein. Nur das, nichts anderes. Unsere Verantwortung liegt also darin, dass wir unser eigenes Bewusstsein so läutern, dass es nur noch die Reinheit des Bewusstseins in das kosmische Bewusstsein hineinfließen lässt. Wenn das der Fall ist, dann fließt auch die Reinheit, die dort vorhanden ist, in uns hinein. Diese Dynamik, die Interaktion, ist immer vorhanden. Und wir können sie, wie ich schon sagte, auch auf einer ganz einfachen Ebene erleben. Das sind alles keine Geheimnisse. Das sind alles Tatsachen, mit denen wir ständig leben. Und die wir 99% der Zeit überhaupt nicht beachten. Weil wir identifiziert sind mit dem, was wir wollen, was wir sind, was wir haben, was wir werden wollen und was wir einmal waren. Wenn wir das einmal aufgeben und uns mehr hingeben, dann passiert auch das, was wir Intuition nennen. Wenn wir uns mehr hingeben, dann fließt alles und wir spüren, was um uns herum vorgeht, was zu uns kommt in unser Bewusstsein, und was wir aufnehmen wollen und können und was nicht, dann sind wir in dem Fluss dieser Dynamik. Der Buddha hat das alles mit Namen genannt, unendlicher Raum, unendliches Bewusstsein, fünfte Vertiefung, sechste Vertiefung, Dynamik, Vergänglichkeit, alles fließt, und hat uns die Wege und die Methoden gezeigt, um das in uns zu erleben. Zu seiner Zeit waren die Naturwissenschaften nicht auf dem Standpunkt. Aber man bekommt die Idee, dass zu der Zeit mehr Menschen sich um diese Meditationsebenen gekümmert haben als heute. Es war, wenn man dadurch, dass große Meister am Leben waren, der Buddha hat verschiedene andere Meister zum gleichen Zeit auch gekannt, vor allen Dingen zum Beispiel Mahavira. Dadurch war mehr Interaktion der Spiritualität
sodass mehr Menschen Zugang hatten. Können wir vielleicht daraus entnehmen, dass jeder, der interessiert daran ist, zu meditieren, diese Verantwortung hat, um den vielen Menschen den Zugang möglich oder mehr Menschen den Zugang möglich zu machen. Weil je mehr davon im Umgang ist, desto mehr Menschen können den Zugang finden. Es gab Zeiten, wie wir genau wissen, wo zum Beispiel die großen Maler gelebt haben. Rembrandt, Rubens, die sehr viele von ihnen zur gleichen Zeit gelebt haben. Die Interaktion war vorhanden. Genauso mit den großen Komponisten. Jetzt haben wir große Techniker. Und im Allgemeinen stehen wir der Technik ja nicht so eng verbunden, sind ja nicht so eng verbunden, dass sie uns bedeutsam wird. Sie macht uns Leben manchmal leichter, aber manchmal auch bedeutend schwieriger. Und es ist keine Verbindung zu unserem Innenleben vorhanden. Unser Innenleben ist ganz woanders gelagert. Unser Innenleben ist das Bewusstsein. Der Buddha sagt ganz deutlich hier, er macht überhaupt gar keine Zweifel aufkommen. Die Welt wird vom Bewusstsein gelenkt. Sie wird vom Bewusstsein hin und her gezerrt. Der Macht des Bewusstseins ist die Welt unterworfen. Und dieses Bewusstsein hat jeder von uns. Und wir haben die Möglichkeit, dieser Einheit, dieser Allheit des Erlebens. Und wir haben die Verantwortung des Bewusstseins, der Reinheit des Bewusstseins. Und je mehr wir uns zusammengehörig fühlen, desto leichter wird es sein, die Meditation auf eine Ebene zu bringen, wo dieses Erlebnis auch möglich ist. Wenn wir das einmal gemacht haben, so gibt es überhaupt keine Frage mehr in unserem in unserer Erklärungen, was eigentlich das Wichtigste ist. Und im täglichen Leben, wie ich bereits sagte, aber ich möchte es noch einmal wiederholen, wenn es diese Einheit, diese Ganzheit erlebbar ist, so lassen wir los von den Kleinlichkeiten, mit denen unser Leben angefüllt ist. Deswegen müssen wir dennoch unseren Verpflichtungen nachkommen. Das hat damit nichts zu tun. Aber sie sind nicht mehr identifizierbar mit mir. Sie sind einfach Tätigkeiten, die gemacht werden müssen. Und woraus die bestehen, ist ganz gleichgültig. Sehr häufig wird das, was ich hier erklärt habe, ein religiöses Erleben bezeichnet. Oder auch als ein spirituelles Erleben. Es ist ein meditatives Erleben. Und dieses meditative Erleben ist im Prinzip auch für uns von wirklichem Interesse heute, weil es sogar die Wissenschaften bis zu einem gewissen Punkt als Unterstützer hat. Diesen gewissen Punkt will ich jetzt nicht anschneiden, weil das führt zu weit. Aber wenn wir einmal in dieser Allheit und Ganzheit uns befinden, in der Meditation, und dann nachher wieder natürlich da hinauskommen, so bleibt uns das als Erkenntnis und Erlebnis. Wir verlieren das nicht. Wir können es nicht verlieren. Und wir haben dadurch einen Zugang zu der Natur um uns herum, zu jedem Menschen, den wir treffen, zu Sonne, Mond und Sternen, dem Himmel über uns. Alles sind wir. Oder alles ist eins, ganz egal, wie wir es nennen. Alles ist dynamisch und hat Interaktion. Wir sind ständig davon berührt. Wir merken es nur nicht, weil wir im Allgemeinen ein etwas dickes Fell haben. Aber ständig werden wir von allem berührt, was im Kosmos geschieht. Der Kosmos und wir sind nie separat. Wir sind immer zusammen. Und das Interessanteste ist natürlich, es zu erleben. Ich kann nur wieder auf die Meditation hinweisen.
Die anderen tiefsinnigen Fragen, die noch in dieser Lehrrede vorhanden sind, werden wir ein andermal besprechen. Diese Frage schien mir wert zu sein, einen ganzen Abend dafür zu geben. Wenn jetzt irgendwelche tiefsinnigen Fragen sind, so wäre jetzt die Zeit dafür. Bitteschön. Also, dass ein Mensch und ein Tier unter lebenden Menschen existiert haben. Müsste. Aber das ist etwas, worüber der Buddha sich nicht ausgelassen hat. Und zwar hat er gesagt, nicht über den Anfang der Welt nachdenken, sondern lieber darüber nachdenken, wie zur Erleuchtung zu kommen. Ist man zur Erleuchtung gekommen, dann sieht man den Anfang der Welt sowieso. Also das war eine der vier Fragen, die er nicht beantwortet hat. Er hat nicht beantwortet den Einfluss eines Buddhas, er hat nicht beantwortet den Einfluss eines Menschen, der die meditativen Vertiefungen praktiziert. Er hat nicht beantwortet die Verknüpfungen von Karma und er hat nicht beantwortet den Anfang. Er hat sowieso gesagt, es gibt keinen Anfang. Denn schau, wenn du wieder an Anfang denkst, bist du in der Dualität befangen. Denn da, wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende. Und in Wirklichkeit ist nichts wie eine Dynamik, die kommt und geht. Das Weltall schrumpft zusammen und erweitert sich und kommt und geht. Also wir haben, er hat gesagt, es gab sowieso keinen Anfang. Und er hat diese Frage nicht beantwortet, wie das war. Also er hat nicht vom Big Bang gesprochen oder was auf Deutsch heißt. Urknall. Okay, sehr gut. Ja. Ich habe da eine Frage, und zwar zur, immer auf der Ebene der Beschäftigung betrachtet, also Beschäftigung oder so. Dann fehlt mir da irgendwie so eigentlich viel mehr, dass sie mich spirituell entwickelt. Ja, es bedeutet nicht, dass man nicht sein Bestes tun soll. Man tut auf allen Ebenen sein Bestes. Aber die Identifikation mit dem, was ich schaffe, begrenzt das Schaffen unendlich. Wenn man etwas schöpft, was immer es sei, und man fühlt sich nicht persönlich damit verbunden, kann man viel besser schöpfen. Es ist eine Weite und eine Größe und ein Loslassen vorhanden. Natürlich tut man sein Bestes, das ist auf jeder Ebene notwendig. Aber es ist die persönliche Identifikation mit dem, was ich schöpfe, wo ich dann der Schöpfer bin, auf welcher Ebene es sein mag, malen, singen, tanzen oder schreiben oder töpfern, was immer es sei. Dieses ist eine große Begrenzung, denn ich bin ja doch nur ein ganz kleiner, noch nicht mal die Größe von einem Sandkorn im Kosmos. Aber wenn es einfach nur schöpferisch ist, so hat es viel mehr Möglichkeiten. Ja, auch, das ist auch Dualität. Ich bin altruistisch oder egoistisch. Wenn ich es behalte, bin ich egoistisch, wenn ich es weggebe, bin ich altruistisch. Das sind alles Dualitätsmuster, die natürlich für uns selbstverständlich sind. Das ist klar. Aber ich möchte es nur erwähnen, um zu zeigen, dass auf all diesen Ebenen wir immer wieder mit der Ich-Identifikation zu tun haben. Selbst wenn wir Sachen weggeben, ich hab's weggegeben, bin ich mal wieder dabei. Also worauf die Meditation hingeht und sich ausrichtet, ist dieses Erleben, dass dieser Ich eine Illusion ist, dass diese Begrenzung ein Fehlgedanke ist und dass es einfach möglich ist, schöpferisch zu sein und dass es möglich ist, Einheit zu empfinden. Darauf geht's hin, nicht wahr? Dass man am Anfang ja gebefreudig ist, das ist eine der Läuterungen. Das ist klar. Aber es ist immer noch auf der alten Ebene. Ist das klar? Okay. Ja. Wenn alles ohne Kausalität meistert. Ja, welche Kausalität? Karma oder was? Nein, einfach diesen entsteht daraus jenes. Ja. Dieses zeitlich hinter
Ja, na, im Alltag ist es nötig. In einem Alltagsgeschehen muss das schon so geschehen. Aber das schadet auch nichts, wenn man sich nicht damit identifiziert. Wenn man weiß, dass der Alltag so abzulaufen hat. Das macht den Intellekt. Ja, es ist ein Modell, mit dem wir leben müssen. Ich meine, wir haben ein Haus, in dem wir leben müssen, ist auch nur ein Modell. Ich meine, die Eskimos haben ein Iglo und die Indianer haben ein Zelt und wir haben ein Haus, ist auch nur ein Modell. Aber wir glauben, das identifiziere ich nicht, mein Haus. Soll keiner schmutzig machen. Reg ich mich auf, wenn einer das schmutzig macht. Dann kommt Ärger. Aber wenn es ein Modell ist, nichts anderes als das, dann ist alles in Ordnung. Und das muss es sein im täglichen Leben. Da brauchen wir diese Modelle, mit denen wir leben. Anders geht's ja nicht, nicht wahr? Aber die Identifikation bringt die Reaktion und bringt den Ärger. Und die Aufregung und alle die Negativitäten, die man, die Hoffnung, die Enttäuschung und alles Mögliche. Bitte? Ja, wenn es klappt. Wenn die Hoffnung mal klappt, dann ist die Freude da und die Freude ist dann auch dynamisch und bewegt sich und geht, kommt und geht und hat keine Beständigkeit. Das kann nur ein Mensch, kann nur dann die Freude als inneres Erleben ständig haben, wenn er über die Ich-Identifikation hinausgekommen ist. Es ist unmöglich, sonst innere Freude als ständiges Erleben zu haben. Denn derjenige, der es nicht daran ausgekommen ist, der reagiert. Der reagiert auf das, was ihn freut und auf das, was ihn nicht freut. Und so hat er ein ständiges Hin und Her. Und in diesem ständigen Hin und Her versucht er sich dann zurechtzufinden. Und wie, es macht ja jeder. Und wenn wir uns einigermaßen zurechtfinden, dann denken wir, naja, da kommen wir ganz gut über die Runden. Aber das innere Gefühl der totalen Friedens ist auf die Art und Weise nicht mehr. Weil das, was uns freut, am anderen Tag freut es uns nicht. Und sind alles durch Sinneskontakt, wozu das Denken auch gehört. Aber auch das ist natürlich ein Wunderpunkt, vor allen Dingen, wenn man noch nicht so viel praktiziert hat, wo dann der Geist sagt, na gut, ist doch aber so schön alles, es freut mich. Das ist richtig. Aber auch das Leid braucht man nicht zum Leiden zu bringen, wenn man sich nicht damit identifiziert. Man leidet erst, wenn man sich damit identifiziert. Und das ist eine der ganz wichtigen Lehren des Buddhas, aber das kommt später, das ist die vierte Frage, glaube ich.